Aus dem Essener-Buch von Jesus. Der siebenfache Frieden. Und als die Menge sah, stieg Jesus zu einem Berg, und seine Jünger und alle, die nach seinen Worten hungerten, kamen zu ihm, und als sie versammelt waren, lehrte er sie und sprach: Frieden bringe ich euch, meine Kinder, den siebenfachen Frieden der Erdenmutter und des Himmelsvaters. Frieden bringe ich eurem Körper, geführt vom Engel der Kraft. Frieden bringe ich eurem Herzen, geführt vom Engel der Liebe. Friede bringe ich eurem Geist, geführt vom Engel der Weisheit. Mit den Engeln der Kraft, der Liebe und der Weisheit sollt ihr die sieben Pfade des unendlichen Gartens beschreiten, und euer Leib, euer Herz, euer Geist sollen sich vereinen im heiligen Flug zum himmlischen Meer des Friedens. Wahrlich, ich sage euch, sieben Pfade führen durch den unendlichen Garten. Und jeder muss in der Einheit von Körper, Herz und Geist gegangen werden, sonst werdet ihr stolpern und in den Abgrund des Nichts fallen. Wie ein Vogel nicht mit einem Flügel fliegen kann, so braucht der Vogel der Weisheit die beiden Flügel der Kraft und der Liebe, um sich über den Abgrund zum heiligen Lebensbaum aufzuschwingen. Denn der Körper allein gleicht einem verlassenen Haus von ferne gesehen. Was man für schön hielt, ist wüst und leer. Aus der Nähe. Der Körper allein gleicht einem Wagen aus Gold, den sein Schöpfer auf einen Sockel stellte, damit er im Gebrauch nicht beschmutzt werde. Aber als goldenes Götzenbild ist er hässlich und ohne Anmut, denn nur in Bewegung enthüllt er seinen Zweck. Wie die hohle Schwärze eines Fensters, in dem der Wind die Kerze ausgeblasen hat, ist der Körper allein, wenn Herz und Geist ihn nicht mit Licht erfüllen. Und das Herz allein gleicht einer Sonne, die keine Erde bescheint, einem Licht in der Leere, einem Wärmeball, der in einem schwarzen Meer versinkt. Bei einem Menschen, der liebt, wird die Liebe sich selbst zerstören, wenn keine Hand da ist, sich guten Werken zu widmen, und kein Geist die Flammen der Wünsche in einen Teppich von Psalmen verwebt. Gleich einem Wirbelwind in der Wüste ist das Herz allein, wenn weder Körper noch Geist es singend durch Zypressen und Pinienhaine führen. Und der Geist allein gleicht einer heiligen Schriftrolle, die dünn vom Gebrauch der Jahre vergraben werden muss. Die Schönheit und Wahrheit ihrer Worte ist die gleiche geblieben, aber die Augen können nicht länger die verblichenen Worte lesen. Und sie zerfällt in den Händen in Stücke. So ist der Geist ohne Herz, dem er Worte verleiht, und ohne Körper, der seine Taten vollbringt. Denn welchen Nutzen hat die Weisheit ohne ein fühlendes Herz und eine Zunge, die ihr eine Stimme gibt? Unfruchtbar, gleich dem Schoß einer alten Frau, ist der Geist allein, wenn kein Herz und kein Leib ihn mit Leben erfüllen. Denn hört, ich sage euch wahrlich, der Leib und das Herz und der Geist sind gleich einem Wagen, einem Pferd und einem Kutscher. Der Wagen ist der Körper, kraftvoll und geschaffen, ein Werkzeug zu sein des Himmelsvaters und der Erdenmutter. Das Herz ist das feurige Ross, glorreich und tapfer, das getreulich den Wagen zieht, ganz gleich, ob die Straße eben ist oder ob Steine oder gestürzte Bäume im Weg liegen. Und der Kutscher ist der Geist. Er hält die Zügel der Weisheit und sieht von oben, was am fernen Horizont auftaucht, und steuert den Kurs der Hufe und Räder. Leiht mir euer Ohr, ihr Himmel, und ich werde sprechen. Und höre, o Erde, die Worte meines Mundes. Meine Lehre soll kommen wie der Regen, meine Rede soll rieseln wie Tau,
wie Sprühregen auf zartem Kraut, wie Regenschauer auf Gras. Gesegnet ist das Kind des Lichts mit einem kräftigen Körper, denn es soll mit der Erde eins sein. Ihr sollt täglich ein Fest feiern mit allen Gaben des Engels der Erde, dem goldenen Weizen und Korn, dem purpurnen Trauben des Herbstes, dem reifen Früchte der Bäume, dem Bernsteinhonig der Bienen. Ihr sollt die reine Luft der Wälder und Felder aufsuchen und in ihrer Mitte sollt ihr den Engel der Luft finden. Legt deine Schuhe und Kleider ab und lasst den Engel der Luft deinen Körper umarmen. Dann sollst du lange und tief atmen, damit der Engel der Luft in dich eindringen kann. Tauch ein in den kühl dahinfließenden Fluss und lass den Engel des Wassers deinen Körper umarmen. Wirf dich ganz in seine umfangenden Arme, und so oft dein Atem die Luft bewegt, lass deinen Körper auch das Wasser bewegen. Du sollst den Engel der Sonne aufsuchen und dich seiner Umarmung hingeben, die mit heiligen Flammen dich reinigt. Dies alles entspricht dem heiligen Gesetz der Erdenmutter, die dir Leben gab. Wer in Frieden mit seinem Körper lebt, hat einen heiligen Tempel gebaut, in dem für immer der Geist Gottes wohnt. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist, ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen, erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Gesegnet ist das Kind des Lichts, das Weise im Geiste, denn es wird den Himmel erschaffen. Der Geist der Weisen ist ein wohlgepflügtes Feld, das große Fülle hervorbringt. Wenn du einem weisen Mann eine Handvoll Saatkorn zeigst, wird von seinem geistigen Auge ein Feld goldenen Weizens erstehen. Doch zeigst du einem Narren eine Handvoll Saat, wird er nur das sehen, was vor ihm liegt, und wird sie wertlose Kiesel nennen. Und so wie das Feld des Weisen Getreide in Fülle hervorbringt und das Feld des Narren nur eine Ernte von Steinen, so ist es mit unseren Gedanken. So wie die Garbe goldenen Weizens im winzigen Korn sich verbirgt, so liegt das himmlische Königreich in unseren Gedanken verborgen. Wenn sie von der Kraft der Liebe und der Weisheit der Engel des Himmelsvaters erfüllt sind, werden sie uns zum himmlischen Meer tragen. Aber wenn sie befleckt sind mit Verderbtheit, Hass und Unwissen, werden sie uns an die Säulen des Schmerzes und Leidens ketten. Niemand kann zwei Herren dienen. Noch können böse Gedanken in einem Geist wohnen. In einem Geist, der vom Licht des Gesetzes erfüllt ist. Wer den Frieden im Geist fand, hat gelernt, in Höhen zu steigen über das Reich der Engel hinaus. Erkenne diesen Frieden in deinem Geist, ersehne diesen Frieden in deinem Herzen, erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Gesegnet ist das Kind des Lichts, das reinen Herzens ist, denn es soll Gott schauen. Denn so wie der himmlische Vater, der seinen Heiligen Geist gab, und deine Erdenmutter dir ihren heiligen Körper, so sollst du Liebe geben all deinen Brüdern. Und deine wahren Brüder sind all jene, die den Willen erfüllen deines Himmelsvaters und deiner Erdenmutter. Lass deine Liebe der Sonne gleichen, die alle Geschöpfe der Erde bescheint und keinen Grashalm dem anderen vorzieht. Und diese Liebe soll fließen wie ein Springbrunnen von Bruder zu Bruder. Und so wie sie gibt, so soll sie wieder aufgefüllt werden. Denn Liebe ist ewig, Liebe ist stärker als die Strömung reißenden Wassers. Liebe ist stärker als der Tod. Und wenn ein Mensch keine Liebe hat, baut er einen Wall zwischen sich und allen Geschöpfen der Erde. Und darin verharrt er in Einsamkeit und Schmerz. Oder er wird zu einem wütenden Strudel, der alles, was ihm zu nahe kommt, in seine Tiefen einsaugt. Denn das Herz ist ein Meer mit mächtigen Wogen.
Liebe und Weisheit besänftigen müssen, so wie die warme Sonne durch Wolken bricht und die unruhige See besänftigt. Wer Friede mit seinen Brüdern erreicht hat, hat das Reich der Liebe betreten und wird Gott persönlich schauen. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist. Ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Gesegnet ist das Kind des Lichts, das auf Erden das himmlische Reich errichtet. Denn es wird in beiden Welten wohnen. Du sollst dem Gesetz der Bruderschaft folgen, das besagt, niemand soll Reichtümer haben und niemand soll arm sein. Und alle sollen zusammenarbeiten im Garten der Bruderschaft. Doch jeder soll seinem eigenen Weg folgen und soll sein eigenes Herz zu Rate ziehen. Denn im unendlichen Garten gibt es viele verschiedene Blumen. Wer will sagen, dass eine die beste ist, weil ihre Farbe purpurn oder die andere begünstigt ist, weil sie langstielig ist und zart? Die Brüder mögen verschieden aussehen, doch alle arbeiten im Weinberg der Erdenmutter und alle erheben ihre Stimme gemeinsam zum Preise des himmlischen Vaters. Und gemeinsam brechen sie das heilige Brot und teilen in Schweigen das heilige Dankesmahl. Es wird keinen Frieden geben unter den Menschen, bis nicht die Erde ein Garten in Bruderschaft ist. Denn wie soll Frieden sein, wenn jeder Mensch eigennützig handelt und seine Seele in die Sklaverei verkauft? Du, Kind des Lichts, verbünde dich mit deinen Brüdern und dann geh aus, die Wege des Gesetzes jene zu lehren, die hören wollen. Wer Frieden fand mit der Bruderschaft der Menschen, ist zum Mitarbeiter Gottes geworden. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist. Ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Gesegnet ist das Kind des Lichts, das das Buch des Gesetzes studiert, denn es soll wie eine Fackel im Dunkel der Nacht sein und eine Insel der Wahrheit in einem Meer von Falschheit. Denn wisset, das geschriebene Wort, das vom Gott kam, ist ein Abglanz des himmlischen Meeres, so wie die leuchtenden Sterne das Antlitz des Himmels spiegeln, wie die Worte der Alten mit der Hand Gottes in die heiligen Schriftrollen eingeritzt sind. So ist das Gesetz eingegraben in die Herzen der Gläubigen, die sie studieren, denn man berichtet aus alten Zeiten, dass es am Anfang Riesen auf Erden gab und große Männer der Vorzeit, die hohes Ansehen genossen, und die Kinder des Lichts sollen ihr geschriebenes Wort behüten und bewahren, damit wir nicht wieder wie Tiere werden und das Reich der Engel nicht kennen. Wisset auch, dass ihr nur durch das geschriebene Wort das ungeschriebene Gesetz findet. So wie der Quell, der am Grunde entspringt, einen verborgenen Ursprung hat, in den geheimen Tiefen der Erde. Das geschriebene Gesetz ist das Mittel, und das ungeschriebene Gesetz zu verstehen, so wie der stumme Zweig eines Baumes, eine singende Flöte, wird in des Schäfers Händen. Es sind ihrer viele, die im ruhigen Tal des Unwissens bleiben wollen, wo Kinder spielen und Schmetterlinge die kurze Zeit ihres Lebens in der Sonne dahintanzen. Aber niemand kann dort lange verweilen, denn vor ihnen türmen sich die düsteren Berge des Lernens auf. Viele gibt es, die den Anstieg fürchten, und viele sind zerschlagen und blutend von ihren steilen, zerklüfteten Hängen herabgestürzt. Doch Glaube ist ein Führer über die klaffenden Schluchten und Ausdauer, ein fester Stand im schartigen Fels. Jenseits der eisigen Gipfel des Ringens liegt der unendliche Garten der Weisheit in Frieden und Schönheit, wo der Sinn des Gesetzes den Kindern des Lichts bekannt gemacht wird. Hier im Mittelpunkt seiner Wälder steht der Baum des Lebens, Geheimnis aller Mysterien. Wer Frieden gefunden hat in den Lehren der Alten, durch das Licht der Natur und durch das Studium des heiligen Wortes, hat die wolkengefüllte Halle der Alten betreten.
wo die heilige Bruderschaft wohnt, von der niemand sprechen darf. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist, ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen, erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Gesegnet ist das Kind des Lichts, das seine Erdenmutter kennt, denn sie schenkt das Leben. Wisse, deine Mutter ist in dir und du bist in ihr. Sie gebar dich und sie gibt dir Leben. Sie war es, die dir deinen Körper gegeben hat. Und ihr sollst du ihn eines Tages wieder zurückgeben. Wisse, das Blut in deinen Adern stammt vom Blut dieser Erdenmutter. Ihr Blut fällt herab aus den Wolken, springt hoch aus dem Schoß der Erde, plaudert in den Gebirgsbächen, fließt weit dahin in den Flüssen der Ebene, schläft in den Seen, wütet mächtig im stürmischen Meer. Wisse, die Luft, die du einatmest, ist dem Atem deiner Erdenmutter entstiegen. Ihr Atem weht im Blau des himmlischen Höhen, er rauscht in den Bergesgipfeln, wispert in den Blättern der Bäume, wogt über den Kornfeldern, schlummert in den tiefen Tälern, brennt heiß in der Wüste. Wisse, die Härte deiner Knochen entstammt dem Gebein deiner Erdenmutter, den Felsen und Steinen. Wisse, die Zartheit deines Fleisches kommt vom Fleisch deiner Erdenmutter, deren Fleisch golden und rot in den Früchten der Bäume schlummert. Das Licht deiner Augen, das Hören deiner Ohren, sie sind aus den Farben und Tönen deiner Erdenmutter entstanden, die dich umgibt wie die Wellen des Meeres eines Fisches. Wie die wirbelnde Luft einen Vogel. Ich sage euch wahrlich, der Mensch ist der Sohn der Erdenmutter und von ihr hat der Menschensohn den gesamten Körper erhalten. So wie im Schoße der Mutter das Neugeborene seinen Körper erhält, ich sage euch wahrlich, ihr seid eins mit der Erdenmutter, aus ihr seid ihr geboren und ihr lebt und in ihr lebt ihr. Und in sie werdet ihr zurückkehren. Haltet darum ihre Gesetze, denn niemand kann lange leben und glücklich sein, der seine Erdenmutter nicht ehrt und ihre Gesetze nicht befolgt. Denn dein Atem ist ihr Atem, dein Blut ist ihr Blut, deine Knochen sind ihre Knochen, dein Fleisch ist ihr Fleisch. Deine Augen und deine Ohren sind ihre Augen und ihre Ohren. Wer den Frieden bei seiner Erdenmutter gefunden hat, wird niemals den Tod erfahren. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist, ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen, erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Gesegnet ist das Kind des Lichts, das seinen Himmelsvater sucht, denn es wird das ewige Leben haben. Wer im Geheimnis des Allerhöchsten ruht, wird im Schatten des Alltäglichen wohnen, denn er wird dich in die Obhut seiner Engel geben und dich auf allen deinen Wegen bewahren. Wisse, der Herr ist in unserer Wohnstatt gewesen, alle Generationen hindurch. Bevor die Berge entstanden oder die Erde und die Welt geschaffen wurde, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit hat es Liebe gegeben. Zwischen dem Himmelsvater und seinen Kindern, und wie sollte diese Liebe je enden? Vom Anbeginn bis zum Ende der Zeiten umschließt die heilige Flamme der Liebe die Häupter des himmlischen Vaters und der Kinder des Lichts. Wie denn sollte diese Liebe erlöschen, denn sie brennt nicht wie eine Kerze, noch wie ein Feuer, das in den Wäldern wütet. Nein, sie brennt mit der Flamme des ewigen Lichts, und diese Flamme kann sie nicht aufziehen. Ihr, die ihr den Himmelsvater liebt, erfüllt sein Gebot. Wandelt mit unserem heiligen Engeln und findet euren Frieden in einem heiligen Gesetz. Denn sein Gesetz umfasst alles, ja, es ist das Gesetz der Gesetze. Durch sein Gesetz hat er Erde und Himmel als Einheit geschaffen. Die Berge und die Seen sind seine Fußbänke.
Mit seinen Händen schuf er uns und gab uns Gestalt, und er gab uns den Geist, sein Gesetz zu verstehen. Das Licht bedeckt ihn wie ein Gewand. Er breitet den Himmel aus wie einen Vorhang. Er macht die Wolken zu seinem Wagen. Er wandelt auf den Schwingen des Windes. Er schickt die Quellen in die Täler, und sein Atem bewegt die mächtigen Bäume. In seiner Hand liegen die Tiefen der Erde. Sein ist auch die Kraft der Berge. Das Meer ist sein, und seine Hände schufen das trockene Land. Alle Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe enthüllt sein Gesetz. Und seine Kinder schenkt er ein Reich, jenen, die mit seinen Engeln wandeln und ihren Frieden in seinem heiligen Gesetz finden. Wollt ihr mehr wissen, meine Kinder? Wie kann von unseren Lippen kommen, was nicht gesagt werden kann? Es ist, als würde ein Granatapfel von einem Stummen gegessen. Wie könnte er seinen Geschmack schildern? Wenn wir sagen, der himmlische Vater wohnt in uns, dann sind die Himmel beschämt. Wenn wir sagen, er wohnt draußen, ist es falsch. Das Auge, das den fernen Horizont absucht, und das Auge, das in die Herzen blickt, hat er als sein Auge erschaffen. Er ist nicht offenbar, er ist nicht verborgen, er ist nicht enthüllt, noch ist er verhüllt. Meine Kinder, es gibt keine Worte zu sagen, was er ist. Wir wissen nur dies, wir sind seine Kinder. Er ist unser Vater, er ist unser Gott, und wir sind seines Reiches Kinder und die Schafe in seiner Hand. Wer seinen Frieden beim Himmelsvater fand, hat das Heiligtum des göttlichen Gesetzes betreten und ist einen Bund mit Gott eingegangen, der ewig währt. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist. Ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Himmel und Erde mögen vergehen, aber kein Buchstabe des heiligen Gesetzes soll sich wandeln oder vergehen. Denn das Gesetz war am Anfang, und das Gesetz war bei Gott. Und das Gesetz war Gott. Möge der siebenfache Frieden des himmlischen Vaters immer mit euch sein.